Hello und welcome back zu einem neuen Video von mir. Ich bin ehrlich, Leute, es ist Montag. Ich bin zu Hause, ich bin nicht arbeiten, ich bin nicht in der Schule, weil es mir einfach nicht so gut geht. Gestern war nicht so ein guter Tag, weil einfach was passiert ist, was jetzt nicht so cool war. Ich habe guten Heimtag mit Wein verbracht, habe dann mit einer Freundin telefoniert, mit meiner Mom telefoniert und Janik war natürlich auch da. Also mit Janik ist alles gut, nicht, dass sich da einige Sorgen machen. Und ja, also bin ich heute zu Hause geblieben, weil ich mich heute Morgen wirklich absolut nicht nach Aufstehen gefühlt habe, weil ich einfach komplett meine Augen ultra angeschwollen waren. Ich bin gestern Abend auch noch zum Sport gegangen, dann komplett verheult. Janik ist mitgekommen, obwohl er gar nicht trainiert hat. Also er hat mich eigentlich nur ein bisschen supportet. Sehr süß. Und ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bin ich hier. Ich dachte, ich drehe wenigstens ein Video. Und ja, ich habe gerade auf Instagram gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich euch vielleicht mal so ein Full Week of Food Shopping hochlade. Und ich war jetzt gerade einkaufen. Janik ist mit seinem Opa unterwegs, weil er noch ein paar Sachen hier für die Wohnung macht. Und ja, wir gehen heute Mittag natürlich auch zu Ikea, aber auf jeden Fall dachte ich, zeige euch das jetzt hier mal. Und ja, weil wir jetzt ja, ich bin jetzt in der neuen Wohnung, obviously, sieht man ja. Und ja, da haben wir jetzt einfach auch so ein paar Basics gebraucht und ja. Also erstmal so ein kleiner Überblick. Ich war bei Lidl und bei Aldi, ist jetzt mal so der Überblick und jetzt zeige ich euch die Sachen mal noch genauer. Also ich habe zwei Joghurts. Einmal wollte ich den von Lidl ausprobieren. Das ist der normale Sojajoghurt ungesüßt. Weil Leute, habt ihr schon mitbekommen, den von Rewe gibt es einfach nicht mehr. Der wurde jetzt umgestellt irgendwie. Und ich finde den einfach gar nicht mehr lecker. Der war so gut und jetzt ist der irgendwie so, hm. Dann habe ich den von Alpro noch bei Aldi geholt. Eigentlich wollte ich eh den von Alpro, nicht den von Lidl. Aber bei Lidl gab es Alpro nicht. Also habe ich einfach gedacht, ich nehme einen von Alpro mit, der safe gut ist. Dann probiere ich den von Lidl mal noch, wenn ihr wollt. Dass ich auch mal einen Food-Test mache von einfach so Produkten oder generell so Food-News auch mal zeige. Dann schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich einmal von Lidl diese Not-Milk mit Hafer. Weil ich dachte mir so, die soll ja schmecken wie normale Milch, bisschen, beziehungsweise so in die Richtung. Und ist die mit 1,8% Fett. Und dachte ich, kann man ja mal ausprobieren. Und dann einmal noch die Mandel geröstet und gesüßt. Dann haben wir einmal Äpfel, ganz normal. Das sind Prebern oder wie die heißen. Dann habe ich hier einmal Erdbeeren gekauft, weil die einfach im Angebot waren für 1,50. Und ich habe auch schon eine probiert und die sind echt sehr gut. Dann habe ich Brokkoli gekauft. Ich war echt geschockt, wie günstig derzeit Gemüse wieder ist. Also liegt wahrscheinlich in der Saison. Auch eine Gurke für 60 Cent. Ist ja unglaublich. Dann habe ich einmal noch Tomaten gekauft. Ich wollte eigentlich unverpackte und die waren einfach ausverkauft. Zweimal so ein Wild Power, also so ein Energy Drink. Das zweite habe ich schon getrunken. Dann zweimal Grilled Chicken. Das finden wir sehr nice zurzeit. Einmal so Naturtofu, weil ich damit so Rühreimer machen wollte mit Kala Namak. Dann wollte ich einmal diesen, ich kann es gerade nicht genau sagen, weil da waren 30% drauf, aber ich glaube so ein Backfisch, den wollte ich auch mal probieren. Der ist von Aldi. Der ist von Aldi. Den wollte ich mal probieren, weil ich glaube, irgendeine Freundin von mir hat den mal probiert und meinte, der wäre gut. Dann habe ich einmal Pilze, weil die waren auch runtergesetzt. Dachte ich so, mit Pilzen kann man eh nichts falsch machen. Janik mag das auch ganz gerne. Dann habe ich einmal die veganen Tortellini mit der fleischalternativen Füllung gekauft, weil ich habe irgendwie, also Tortellini mag ich tatsächlich nicht so gern, aber wenn es halt mal schnell gehen muss, dachte ich so, kann mir ja nichts falsch machen. Ich weiß gar nicht, ob die gekühlt werden müssen, ehrlich gesagt. Steht das denn drauf? Die müssen auch im Kühlschrank gelagert werden, weil es gibt ja auch so welche, die nicht gekühlt werden müssen, aber ich glaube, da ist so veganer Käse drin. Da habe ich uns einmal so eine vegane Steinofen-Margarita-Pizza, beziehungsweise mir eigentlich, weil ich hatte eine von Lidl gekauft am Samstag. Die hat aber ja nicht gegessen, deshalb dachte ich, ich nehme das Baby hier nochmal mit. Dann einmal eine Paulaner Spezi, weil, auch eine Erklärung, ich war am Samstag beim Sport, danach bin ich noch kurz zum Aldi, Protein Wraps gekauft, habe mir Janik so ein Paulaner Spezi mitgebracht und seine Mama war dann irgendwie ganz traurig, weil sie keins bekommen hat. Und da die nächste Woche wieder kommen, dachte ich, ich hole einfach direkt eins, dass ich dann für sie auch eins habe. Dann habe ich einmal Gemüsebrühe, weil die Janik gebraucht hat. Einmal diese vegane Creme, also das ist so Creme Fraiche ähnlich, glaube ich. Aber ich dachte mir halt so, kann man ja immer mal zu Hause haben und irgendwie für Soßen benutzen. Ja, passt ja. Einmal Apfelmus ohne Zuckerzusatz. Das mag ich auch ganz gerne, ich für unterschiedliche Sachen. Ich habe es für nichts Bestimmtes gekauft, einfach mal, dass ich es habe. Und last but not least haben wir noch Klopapier, weil wir kein Klopapier mehr haben. Beziehungsweise noch ganz wenig. Und das war jetzt auch mal so unser kleiner Anfang der Wochen-Einkauf.
wir sind zurzeit eigentlich schon so, dass wir öfter mal was kaufen. Es kann sogar sein, dass ihr hier vielleicht sogar Sequenzen von Yannick seht. Falls Yannick einkaufen geht, dann beauftrage ich ihn, dass er euch auch das zeigt, was er gekauft hat. Aber wir haben halt hier auch noch relativ viele Sachen. Ich kann euch das auch mal zeigen. Wir haben ja hier noch Nudeln, ganz viele. Also es geht ja bis dahinter. Dann haben wir hier Linsen, dann haben wir Reis, dann haben wir Haferflocken, Müsli, Mandeln, Kokosraspeln, nochmal mehr Müsli. Dann haben wir hier auch noch Mehl, ganz viel. Zucker ist dahinter auch. Da haben wir so Schokostreusel. Ich mache derzeit nämlich sogar einen Schokostreusel über meine Müsli oder so. Dann hier noch mehr Schokostreusel, Backpulver, noch mehr Zucker. Dann obviously Protein-Wraps. Zwei Packungen haben wir hier noch. Dann haben wir noch Soja Krispies, generell hier so diese ganzen Rocker-Sachen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall ja eh noch Gewürze. Dann haben wir hier noch so verschiedene Gemüsesachen, Kidneybohnen, noch so Suppen, verschiedene Tomatensoßen, Öl haben wir natürlich auch noch. Und dann haben wir hier noch Tofu, so eine vegane Butter, Sriracha-Soße, Salat, Paprika, noch Suppe, nochmal so Protein-Wraps, Brokkoli und dann noch diese veganen Schnitzel und Gurke. Und hier so Fladenbrot. Also wir haben auch noch relativ viel. Und dann würde ich sagen, das sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir einkaufen sind. Hello again. Ich dachte, es ist vielleicht eine coole Idee, wenn ich Sachen probiere, die ich gekauft habe, dass ich euch das auch gleich noch zeige. Ich habe jetzt diesen Soja-Joghurt gerade aufgemacht, den von Lidl, weil den hatte ich noch nie. Ich zeige, wir tasten den jetzt mal zusammen, was ich mache damit eine Joghurtsoße für meine Wraps. Der ist echt lecker. Der ist von der Konsistenz auch ein bisschen fester. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also der ist halt nicht so flüssig, sondern schon so ein bisschen fester. Aber er schmeckt halt sehr stark nach Soja. Also für Leute, die jetzt keinen Bock haben, dass sie so einen Soja-Joghurt haben, der sehr, sehr stark nach Soja schmeckt, ist der nichts. Den würde ich dann auf jeden Fall eher entweder den von Alpro empfehlen oder ja, der von Rewe war gut und den gibt es ja nicht mehr. Es wird hier auf jeden Fall eher so ein Full Week of Shopping irgendwas. Ich habe mich jetzt auch in meiner Story mal gefragt und ich hatte die Idee, dass ich vielleicht nicht nur das Essen zeige, sondern auch noch die anderen Sachen von Ikea, die wir später kaufen. Wir kaufen nämlich ein paar Deko-Sachen und so. Und dann dachte ich, es ist vielleicht ganz cool, wenn ihr das auch noch seht, weil das halt einfach so alltägliche Sachen sind. Und deshalb nenne ich das Video einfach mal Full Week of Shopping. Dann bekommt ihr das auch mit. Ich habe einfach richtig das Auge hier. Ich habe den Stuhl oben angeschaut, beziehungsweise nicht oben, sondern vorne. Und ich habe ja den Schminktisch und jetzt steht der hier einfach. It's a match. Hier kommt noch so ein Fell drauf und dann top. Maren und Yannick auf Ikea-Tour steht jetzt hier im Korb. Und wir suchen seid live dabei. Coole Sachen. Ich habe schon echt coole Sachen gefunden. Ich zeige es euch entweder heute oder morgen. Und es ist voll perfekt, wie das da steht. Ich bin halt ganz unauffällig dabei. Meine Kindheit. Ich habe damit immer gespielt als Kind. Das ist ein UFO, Yannick. Finde ich auch. Weil das war hier Yannick sein Plan. Das stellt man drunter, das passt. It's a match. Dann kann man nie reinmachen. Ich habe schon gesagt, das wird hier richtig der Ikea-Vlog. Das freut mich. Top. Top Sache. Obwohl ich eigentlich nicht mehr zu Ikea wollte, weil ich habe ja heute Morgen schon gesagt, dass es mir nicht so gut ging und meine Mental Breakdowns gingen auch noch weiter, also no words. Leute, how pretty ist bitte der Himmel gerade? Und how pretty ist unser Einkauf? Und how pretty ist Yannick? Yannick? Die Mausi schaut da gerade bei der Warenausgabe, ob wir unser Produkt schon abholen können. Und er kommt jetzt wieder. Er kommt wieder. Hello, wir sind jetzt back home und ich dachte, ich zeige jetzt mal alle Sachen und erkläre mal noch kurz was dazu. Und wundert euch nicht über meinen Style, aber ich habe jetzt etwas chiller Kleidung an, weil es echt schon spät ist, 8:30. Also, einmal eine Vase. Pass mal gerade auf, wir haben dieses Bambusglas vergessen. Dann haben wir hier nochmal die Vase. In die eine kommt auf jeden Fall dieser Strauch hier rein. Die Frage ist, warum ist der Kassenzettel da drin? In die eine Vase kommt dieser Strauch.
Das fand ich irgendwie voll cute. Ich denke, das kommt dann letztendlich auf die Kommode. Wir wollen uns nämlich noch diese Malmkommode holen. Die kennt ihr bestimmt. Und dann wollen wir so eine Holzplatte da drauf machen, weil, keine Ahnung, so ein bisschen Boden noch übrig hatten. Und ja, dann kommt es hier so rein. Das sieht voll cute aus. Und das andere kommt dann so, nicht so Bambus, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so braunes Gras, also keine Ahnung. Dann haben wir hier einmal so einen Blumentopf, diesen cuten. Früher habe ich den mal für Schminksachen benutzt, mit so einer Blume. Also, wenn euch da irgendwas interessiert, ich kann da auch gerne mal einfach noch die Bezeichnungen dann in die Infobox schreiben. Tillandsia heißt die Blume. Dann haben wir einmal so einen Seifenspender für die Küche. Weil wir haben ja von Smack einen Messerblock, einen Toaster, eine Küchenmaschine und einen Wasserkocher. Das ist halt Creme und dachte mir, beige passt am besten dazu. Der Gute kommt da hinten auch, hallo. Dann haben wir hier so ein Ding, das ist deins, Janik. Was möchtest du da einmal? Stifte? Stifte, ja. Stifte. Dann haben wir einmal so ein Ding, wo ich meine Schminke reinmachen will. Ich habe auch noch zwei andere, also es ist so ein bisschen chaotisch, weil nicht alle gleich aussehen, aber... So ist es manchmal. Einmal eine Lampe. Wofür ist die Lampe? Das ist eine Smart Home Lampe. Eine Smart Home Lampe. Seht ihr das? Und dann einmal einen Mülleimer, der schon mit Blumenerde voll ist. Sehr gut. Janik, wir haben so braune Gräser vor allem vergessen. Was vergessen? So braune Gräser. Ja. So ist es mal. Ja. Brauchen wir nächste Woche. Mein Bubu. Mein Bubu. Dann haben wir hier noch so einen Busch. Ein Busch. Ein Busch. Seht ihr den Busch? Seht ihr den Busch? Seht ihr den Busch? Ja, ihr seht den Busch. Dann haben wir zweimal Fell. Ist natürlich kein echtes Fell. Ich wollte eigentlich für meinen Hocker, für meinen Ingolf. Ingo? Ingolf? Ingolf. Für meinen Ingolf wollte ich eigentlich so ein cooles Ding zum drauflegen. Aber es war leider echt Fell und das kommt mir nicht ins Haus. Dann haben wir hier einmal ein Biomüll mit Deckel. Dann haben wir hier einmal ein Kerbisch, der ist so süß. Der ist einfach so süß, dieser Kerbisch. Das ist so ein Baby. Er ist so ganz mini. Dann haben wir hier zweimal so Glasschüsseln. Ich weiß nicht, die können, glaube ich, nicht in den Herd. Doch, Janik, die können nicht in den Herd. Die können in den Backofen. Hattest du nicht gesagt, die sind nicht backofenfest, Janik? Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Ich habe das Backofensymbol gezeigt, hast du gesagt, das ist die Spülmaschine. Das ist witzig, gell? Ja. Ja. Ich dachte, du meinst das nicht. Wie dumm. Dann haben wir einmal so ein Schneidebrett gekauft. Das ist 2,50 reduziert gewesen, weil es ein Musterstück war. Aber das sah so cute aus. Damit kann man schon mal voll Reels drehen. Da haben wir einmal solche Clipser. Die sind zwar nicht ästhetisch, aber praktisch. Dann haben wir zweimal solche Teile. Wieso eigentlich? Für den Kühlschrank. Nochmal für den Kühlschrank. Okay. Nochmal? Nochmal. Achso, das ist gar nicht für den Kühlschrank. Oder was ist das? Das ist auch eine Auf-Top-Box zum Aufbewahren. Aber da haben wir keine Deckel. Ja, vielleicht kommt da noch ein Finale. Blöd. Naja, das ist für den Kühlschrank. Das ist voll cool. Einmal Obst und einmal Gemüse, dachten wir. Oder dachte ich zumindest. Jetzt haben wir einmal so ein Dreier-Ding nochmal mit Schüsseln. Boxen eher. Immer solche Dinger, die wir eigentlich in schwarz wollen, das sind die grau, aber ich glaube, man sieht es jetzt auch nicht so richtig. Das sind so Schuhregale, die kann man übereinander stellen, aber ihr seht alle Sachen, wollte ich schon mal sagen, die wir jetzt hier gerade eingepackt zeigen. Seht ihr denn auch noch ausgepackt, beziehungsweise aufgebaut. 4 Stück, zweimal für den Kleiderschrank und einmal 2 Stück für unter der Kleiderstange, die wir bestellt haben. Dann haben wir hier einmal so ein Ding, wo man Sachen reintun kann, also so, wenn man die abgespült hat, dass es dann so abtropft. Dann haben wir hier 4-mal so Kästchen, die ich in meinen Schminktisch reinmachen will. Ich habe nicht so einen richtig schönen Schminktisch, damit ich da meine Sachen sortieren kann, weil gerade liegt alles drin. Dann ein wie nennt man das? Spülbürste. Mhm. Und einmal, wie schön ist er bitte, so ein Korb. Dann will ich so Decken so einrollen und dann wie so eine Rose. Das habe ich auf Pinterest gesehen, dann kann man so eine Rose machen. Oh, schön. Ja. Dann fand ich das schon mal gleich am Anfang ganz arg toll. Eins davon will ich auf meinen Schminktisch stellen. Da kann man ja irgendwie so Haargummis auch oder so reinmachen, so Ketten, whatever. Und einmal will ich eins davon, weil da sind so mehrere ineinander,
auf unsere Kommode. So, kurzer Akkuwechsel und jetzt geht's weiter hier. Trendboxen. Das sind diese Boxen, die kennt ihr bestimmt, die kann man so in diese ganzen Regale oder Schränke oder so reinmachen. Einmal für Unterwäsche und Socken und die anderen kann man ja einfach in unsere Schublade oder unser Regal reinmachen. Dann einmal das, was ich dann rausgesucht habe, weil dieses Fell ja echt Fell war, einmal so ein Sitzkissen für meinen. Das ist ja gar nicht mein Hocker. Aber egal, den Hocker sieht ihr gleich. Dann einmal noch solche Dinger, wo wir jetzt gleich hoffen, dass es in der Küche in die Schublade reinpasst. Aber I don't know. Fragen über Fragen. Dann, wie ästhetisch ist sie denn? Das ist einfach eine Gießkanne. Die sieht so süß aus. Das ist unglaublich. Dann einmal so ein Schneidebrett. Drunter, Yannick, ich weiß nicht, was die Kiste war. Was? Für den Müll. Ah, stimmt, ja. Wir haben die Kiste hier mitgenommen, dass man diese drunter stellen kann und entweder Sachen reinschnippeln kann oder den Müll, den man nicht braucht, so reinschieben kann. Smart, gell? Das ist euer smartes Duo wieder gespart. Dann, ich meine, ist es Ingolf? Ja. Dann haben wir hier Ingolf. Ingolf ist ein Sitz. Ja, man sieht, Ingolf ist dieser Hocker. Seht ihr ihn hier? Das ist Ingolf. Und er wird dann an meinem Schminktisch stehen, wenn wir ihn aufgebaut haben. Und dann haben wir noch Regale. Einmal haben wir so ein Kallax-Regal mit so verschiedenen Schiebern und genau. Türen. Das andere war so ein Skrowski, hieß es. So. Skrowski? Da kommen die Schallplatten von mir rein. So eine Vitrine. Stimmt, die kommt ja dahin, gell? Genau. Cool, und was haben wir noch? Was ist denn das alles? Das ist alles hier das Kallax. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, als alles aufgebaut ist. Ich sehe mich aber wieder. Ich bin jetzt dabei, das Kallax-Regal aufzubauen. Ich hoffe, das ist nicht arg. Das ist ein Basic-Regal. Das soll jetzt nicht arg lang dauern, das Regal auszupacken. Ich habe meine Kamera nicht dabei, aber ich dachte, ich zeige es euch jetzt hier. Ich habe einmal Tomaten, so ein Meerkornbrot für Knödel, die wir machen. Ein Alpro-Joghurt und Apfel. Hello, da Janik gestern den Einkauf nicht mehr gezeigt hat, nachdem er einkaufen war. Ich habe euch aber von mir das eingeblendet auf jeden Fall. Ich habe im Supermarkt schon noch gefilmt. Zeige ich euch das jetzt noch kurz. Ich habe zweimal Mandelmilch, weil ich was gebacken habe. Das habe ich auf Instagram wahrscheinlich auch schon hochgeladen, wenn ihr es hier seht. Also da waren Maultaschen drin, diese 2.0. Dann einmal Spätzle. Dann diesen Simply V Pasta Genuss. Vollkornmehl, 50.000 der Weizenmehl, 50.000 steht aber im Schrank. Erdnussmus, Puderzucker, Margarine, dann zweimal Grilled Chicken. Ich finde das voll lecker, das ist eins meiner Fails derzeit. Ein Brokkoli, dann Zwiebeln. Ist der Zucker runtergefallen, hoch. Alpro, Joghurt. Einmal brauner Zucker. Ein Fladenbrot. Ein paar Kiwis und Passionsfrüchte. Dann 6 Äpfel, aber ich zeige euch die jetzt einfach stellvertretend für alle 6. Bananen. Süßkartoffeln, damit will ich nämlich so einen Brownie backen. Und Datteln. Und das war's auch schon. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas noch zeigen. Vermutlich schon. Dann morgen muss ich auf jeden Fall noch was holen, was ich für den Kuchen noch brauche. Und am Sonntag fahren wir zu meiner Mama. Und am Montag kommt sie zu uns. Und da will ich auf jeden Fall ein paar Sachen backen. Also würde ich sagen, seht ihr mich morgen hier auf jeden Fall wieder. Und yes. Hello, next day. Und ihr seht mich wieder. Also das Video ist auf jeden Fall prall gefüllt mit Shopping. Wir gehen eine halbe Stunde dauern. Ja, wo gehen wir hin?
Natürlich zu Ikea. Wir gehen wieder zu Ikea. Meine Frau meines jeden Mannes. Hey. Mit dir gehe ich doch gern dahin. Okay. Wir holen noch einen Spiegel, weil unserer von Lutz irgendwie saulange jetzt brauchen. Wir storniert haben, weil es irgendwie nicht richtig klar ist, wann er kommt. Und dann noch eine Kommode, richtig cool, weil dann haben wir die Kommode vom Flur auch. Und nice. Ikea Klappe die zweite. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir danach noch den Spiegel aufhängen wollen und yes, wir haben schon ein paar Sachen. Ich suche gerade meinen Spiegel, Regal 9, Fach 3. Ja, da ist es. Und jetzt suchen wir noch die Kommode. Hier ist sie. Sag mal so, eigentlich wollten wir eine Kommode und Spiegel kaufen. Jan? Voll weg. Ja, ich habe noch nicht gelernt. Vielleicht. Ich habe es auf jeden Fall auf Insta auch schon gesagt, es wird eine Roomtour kommen, wenn alles fertig ist. Also wahrscheinlich in 2 Wochen. Toll! Der Hall kommt dann zu Hause. Oh, wie schon gesagt, zeige ich euch noch, was wir bei Ikea gekauft haben. Ikea-Klappe die zweite. Einmal haben wir den Busch nochmal für in eine Vase rein. Dann haben wir 6 von solchen Untersetzern, fand die irgendwie voll süß, so. Dann haben wir 20 von so schwarzen Kleiderbügeln, vor allem auch für draußen an die Garderobe, weil wir da so eine Kleiderstange haben. Dann haben wir einmal einen Sieb, kann man ja auch immer mal brauchen. Dann Backschüsseln, perfekt dafür, weil wir hatten keine. Dann haben wir so voll schöne Tassen. Ich glaube, ihr seht das jetzt gar nicht so richtig. Doch, mit so einem braunen Rand. Dann haben wir 3-mal so beige-graufarbene Kerzen. Dann 2-mal beige Mülleimer. Dann haben wir 1-mal noch so ein Einlegefach für in die Malmkommode. Und 1-mal für Smart Home Lampen, so ein Steuerungsding. Also keine Ahnung. Dann 1-mal so ein Brett, was wir auf die Kommode legen wollen, das ist halt so alles. Dann haben wir 1-mal noch Untersetzer und nochmal 2 von den Tassen. Das war's auch schon. Also ich zeige euch jetzt mal, also der Spiegel noch und eine Kommode. Die Kommode baue ich jetzt auf. Selbst ist die Frau. Leute, ich bin richtig der Macher hier. Ich habe es aufgebaut alleine. Jetzt stelle ich das noch drauf und dann gehe ich auch schon los, weil ich jetzt heute noch zu einem Kurs gehe im Gym. Hello, hier ist die Maren aus dem Schnitt. Ich habe natürlich vergessen, ein Outro zu drehen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und bis am Sonntag zum Mental Health Sunday.